wir erwarten natürlich eine Top-Performance von uns. Für das haben wir die letzten drei Wochen gearbeitet. Und ja, da gibt es nur auf Sieg spielen. Ja, ich hoffe, dass wir ein neues Gesicht sein können, dass wir Konstanz reinbringen in unser Spiel, da bei uns halt immer auch vorletzte und letzte Saison halt immer so halt Up and Downs gab. Aber ich hoffe, dass wir halt die Konstanz zeigen können und dass wir uns halt jedes Spiel auch steigern können. Aber die Trainings waren alle, muss ich sagen, sehr positiv. Wir haben auch gut, jetzt letztes sehr gutes Vorbereitungsspiel gehabt, sind im Cup eine Runde weitergekommen. Das war sehr wichtig für Selbstvertrauen und jetzt gilt es, positiv in die Saison zu starten. Wir wollen natürlich im ersten Spiel gleich drei Punkte holen. Mit großen Erwartungen. Ich denke, die Vorbereitung war gut. Sie war zwar nur kurz und die alte Saison ist nicht lange her. Aber ich bin guter Dinge, dass wir einen super Saisonstart hinlegen, denn wir sind alle motiviert und wollen von der ersten Runde an zeigen, dass wir da sind. Also auf einen guten Start mit Sieg. Und ja, dann wir schauen also Woche zu Woche. Ich denke, das ist eine gute Mischung zwischen den Spielern, die bereits letztes Jahr hier gespielt haben, und den neuen Spielern, die jung und hungrig sind, dass wir eine gute Mischung haben. Man erwartet natürlich von sich selber oder von der Mannschaft, dass man gut performt und einen Sieg abliefert. Aber am Ende des Tages wird man dann eh sehen, wie schnell man sich auf den Gegner oder auf die Verhältnisse, das erste Spiel ist, einfach adaptiert. Das erste Spiel ist halt wirklich wichtig für uns, dass wir halt gut reinstarten in die Saison. Und ich hoffe, wir können morgen drei Punkte holen. Ja, man kann sich erwarten, dass die Mannschaft auf jeden Fall 100% gehen wird. Seit dem ersten Training hat uns der Trainer das mitgegeben, bei jedem Training vollsten Einsatz zu zeigen und sehr viel Laufbereitschaft zu zeigen. Und es hat sehr gut hingehaut gleich von Beginn an. Die neuen Spieler haben sich sehr schnell integriert, auch ich. Das war überhaupt kein Problem. Und jetzt schauen wir, dass wir das morgen dann am Platz auch bringen.